Hallo ihr Lieben, ja, ich bin's mal wieder und ich habe noch einen kleinen Haul für euch, beziehungsweise ja, es ist doch ganz schön viel, was ich euch einfach mal zeigen wollte. Und ja, ich habe die Schleife gebunden, wenn ihr sieht. Ja, ich fange auch gleich an. Wir waren im Rhein-Center in Köln, Weiden, und ja. Da haben wir ein bisschen was gekauft und das zeige ich euch. Wir waren zuerst bei Zara, aber da gibt es ja nichts für mich, weil da passe ich nicht rein. Und deswegen habe ich da was für meinen Sohn gekauft. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, ich zeige euch trotzdem mal. Und zwar ist das einmal ein Shirt aus der Babyabteilung noch. Die geht aber bis 3 Jahre, das Shirt. Total süß, da steht Baby Alien drauf. Und das ist so grau meliert. Mit so einem Alien-Bogen drauf. Voll cool. Hat gekostet 98. Ich finde das total putzig. Ja. Für den Herbst. Und diese wunderschöne, geile blaue Jeans. Die ist richtig schön blau. Und natürlich hier Slim Black. Die ist richtig süß. Hat gekostet 18,95. Na? 18,95. 3 bis 4 Jahre. Ja, mein Sohn ist sehr groß. Er ist 95 cm. Das ist für einen gerade 2-Jährigen sehr viel. Okay, dann waren wir noch bei New Yorker. Weil ich mir so ein bisschen Accessoires angeguckt habe. Und die haben ja auch ganz viele Sale und so. Schmuck kaufe ich da nicht so gerne, weil da hängt ganz viel schon kaputte Sachen und auf dem Boden. Und ich mag die Verkäuferinnen überhaupt nicht bei New Yorker. Die sind ziemlich unverschämt und gucken mich immer so an, wenn ich da reingehe, als ob sie sagen wollten, so, was willst denn du hier? Mit deiner Größe haben wir nichts. Und ja. Nee, mag ich nicht. Aber ich habe mir ein bisschen was gekauft, und zwar einmal diese Kette. Die ist, das ist so eine kleine Muschel. Die ist total süß und das bringt zwar nichts, aber man kann sie aufmachen. Da ist so eine Feder drin und da ist dann auch so eine kleine Perle drin. Die ist total süß. Und hat gekostet im Sale 2,95. Moment, ich habe sogar meinen Kassenzettel. 2,95. Ja, dann habe ich mir ein neues Portemonnaie gekauft, weil sich mein altes schon, also das hier ist mein altes, das löst sich schon auf. Das sieht ziemlich fürchterlich aus mittlerweile. Ich habe mir jetzt ein neues gekauft, und zwar in schwarz-braun. Das ist total schön hier mit so einem Blatt hier. Und das ist total weich. Und das kann man einmal in der Mitte so aufmachen und dann ganz viele Karten reinstecken. Und ja, passt alles rein, aber nur wenig Kleingeld. Also da ist nur so ein ganz kleines Münzfach drin. Was aber nicht schlecht ist bei mir, weil ich sammle sonst wirklich ganz viel Kleingeld. Das hier ist mein Kleingeldfach. Da ist, also das ist knallevoll, das Ding. Ja, ich gebe mein Kleingeld nie aus. Okay, weiter geht's. Ich bin ein bisschen überbelichtet, aber machen wir mal ein bisschen zu. Wird besser? Wird besser? Ja! Naja, ist auch egal. Okay, das war New Yorker. Nein, ich habe noch was bei New Yorker gekauft. Und zwar diese Uhr. Ich besitze keine einzige Uhr. Und deshalb habe ich mir gedacht, weil ich am Montag wieder anfange zu arbeiten, brauche ich jetzt endlich meine Uhr. Und ich habe die gefunden bei New Yorker und die finde ich total schön. Das ist so ein ganz großes silbernes Ziffernblatt, nur mit Strasssteinchen und ja, den Zeigern. Und das Band ist total cool. Das ist so ein Leo mit Blau. Das passt heute total geil zu meinem Nagellack. Ja, ich mag sie. Und die war auch im Sale. Hat gekostet 4,95 €. Moment. 4,95 €. Okay, das Portemonnaie hat 10 € gekostet, also 9,95 €.
Ja. Okay, das war New Yorker. Dann waren wir noch Thalia. Da habe ich mir allerdings nur ein Mäppchen gekauft. Ganz spektakulär. Ein schwarzes Echtleder-Dingensbummens für 2,99. Jo, kann man nichts sagen, würde ich mal meinen. Dann waren wir im DM war ich. Da habe ich mir mein Go Blonder Spray nämlich nachgekauft. Das ist ja leer. Und da habe ich mir noch so eine Maske mitgenommen. Reinigende Maske, Porenverfeinern von Schäbens. Die habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich bin ja so ein Maskenfreak. 65 Cent hat die gekostet. Ja. Dann habe ich mir noch ein XXXL Nudes Gloss von Essence mitgenommen. Und zwar hat die liebe Vika das im letzten Blog-TV erwähnt. Zumindest im letzten, wo ich dabei war. Und das ist die Farbe Toffee Forever. Und das ist so ein richtig schönes, helles Milchkaffee-Leberwurst. Farbe würde ich jetzt mal so beschreiben. Habe ich die auch schon drauf? Also Alltagsgloss halt. Ja. Das war das. DM, warte mal. Was habe ich noch mitgenommen? Das Go Blonder, das. Maske und das hier. Das ist von Max Eye Touch. Eispuffer. 20 Milliliter. Achtundvierzig. Das ist ein sehr frisches Parfum. Also ich bin ja nicht so die Parfum-Liebhaberin. Das riecht halt sehr sportlich und frisch und ja, Ice Touch im Sommer. Ja. Ich mag das. Ja, ich wollte mal ein neues haben. Ich habe mir schon so lange keins mehr gekauft. Okay, dann H&M. H&M. Wir haben ja Sale, aber da habe ich jetzt sofort Klamotten her. Doch, ich habe einen Teil aus dem Sale noch. Und zwar aus der BIB. Aus der Übergrößenabteilung. Ja, das finde ich so geil, diese Farben. Das ist ein Kleid. Ich werde es aber nicht als Kleid anziehen, weil ich keine Kleider trage. Weil ich dafür einfach zu dicke Beine habe. Das werde ich als Top anziehen über eine Jeggings und so weiter. Das ist so ein Trägerding. Ungefähr, also ich würde mal sagen, es ist knielang. Knielang. Mit so einem ganz dünnen Gürtel in der Taille. Und Moment, ich fahre mal ein bisschen zurück. Total süß. XL habe ich mitgenommen. Also ich habe es nicht probiert, weil so eine Dinger braucht man eigentlich nicht probieren. Hat früher 20 € gekostet. Und jetzt 7. Total cool, ne? Also irgendwie habe ich es halt mit Blau. Also ich habe halt blauen Nagellack und mein blaues Tuch. Und blau ist toll. Ja, das war das Kleid, 7 €. Dann habe ich noch aus dem Sale diese Kette, die ist total. Also eigentlich ist das ja nicht mal ein Stil so, aber die fand ich so süß und mal was anderes. Und die hat auch 3 €, die hat 3 € nur gekostet. Finde die total cool. Das sind so ganz viele bunte Reihen und hinten ist die nur so mit Textilkorb. Wie nennt man denn das? Was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, in so einem Holzknopf. Ja, ich denke mal so auf Schwarz. Ich trage ja, ist ja nicht so, dass ich kein Schwarz trage. Sieht die bestimmt ganz kess aus. Nein, die sieht bestimmt ganz cool aus. 3 €. Ja, kann man nichts sagen.
Dann habe ich für 3 Euro noch dieses Armband mitgenommen. Das fand ich auch so süß. Also es passt mir gerade so. Dicker als ich dürfte man nicht sein für dieses Armband. Aber ich finde es ganz cool. Es kommt auch ganz gut mit meinem Fossil Armband so. Ja. Und last but not least schmuckmäßig habe ich mir die Ohrringe mitgenommen. Ich habe sie jetzt endlich auch. Ich habe sie immer schon gesehen bei Style the Cat und ich wollte die immer schon unbedingt haben und jetzt habe ich sie mir endlich mal vergönnt. 5 Euro. Also ich habe ja immer einen übrig. 4,95. Ja. Das war das. Okay, und dann habe ich mir noch 2 Sachen so aus dem normalen Sortiment mitgenommen. Und zwar so ein stinknormales Tanktop. Nee, nicht Tanktop. Das ist halt ein Top, was halt aber auch so ein bisschen weiter ist. Das kaschiert sehr schön, Mädels. In so einem schönen Bordeaux-Rot. Ich mag zurzeit wieder so erdige Farben. Seit meine Haare irgendwie wieder so lang sind, ich weiß nicht. Ich mag es wieder ganz gerne. Und hat 10 Euro gekostet und ich nehme es mir immer in der Größe. Ich habe es in der Größe M. Ich habe schon eins in schwarz, deswegen weiß ich, welche Größe ich brauche, ohne zu probieren. Weil dann sitzt das obenrum schön eng und nicht so schnuffig und weit und so. Und ist aber Bauch hier trotzdem noch total weit. Ja. Wie gesagt, das. Ganz stinknormales rotes. Geht ziemlich weit runter. Und zu guter Letzt ich habe gleich noch einen Teil. Beim H&M habe ich noch diesen Cardigan mitgenommen. Den wollte ich eigentlich den anderen mit den Taschen haben. Oh Gott, man erkennt nichts außer schwarz. Das ist so ein ganz stinknormaler, ganz weit geschnittener Cardigan. Die geht so bis zum Po. Und ja, ist hier an den Armen halt hier so ein bisschen Fledermaus-like. So. Die Ärmel sind halt dann eng und der Rest ist breit. Größe L. Nee, L. 20 Euro. Ja. Weiß ich noch nicht, ich habe den nicht probiert. Okay, zu guter Letzt von H&M habe ich mir noch eine Sonnenbrille mitgenommen. Aus dem Sale. Und die finde ich so hässlich, dass ich sie schon wieder cool finde. Ja, so eine habe ich noch nicht. Und das ist so eine graue mit so Leo-Muster. Ja, und ich finde die eigentlich ganz kess. Ja. Weiß noch nicht. Okay, sonst haben wir alles. Ja, 2 Sachen habe ich noch, weil ich ja heute Morgen den Disney-Tag gemacht habe. Nee, gestern Abend. Wann habe ich den gemacht? Gestern Morgen. Ich weiß nicht. Habe ich mir 2 DVDs gekauft im Pro-Markt. Und zwar... ich habe mich so gefreut. Ich war im Saturn, da habe ich nichts gefunden. Wirklich nichts. Die hatten keine alten Disney-Filme außer Bambi. Und Bambi mag ich nicht. Ja. Die hatten sie. Die Schöne und das Biest und Pocahontas. Sogar in dieser Metalldose. Das nicht, aber trotzdem total cool. Pocahontas hat 15 Euro gekostet. Erkennt ihr das? Ah, da. 15 Euro und schön um das Biest. 12,99 Euro. Die werde ich mir heute Abend, also den werde ich mir heute Abend gleich angucken. Ja, das war mein Haul. Ich denke, es war ganz okay, so von der Größe. Größe zeigt. Nein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, war was dabei für euch oder auch nicht. Und ja, das nächste Video lade ich morgen hoch und das wird das Schminksammlungsvideo sein. Ja, ich verabschiede mich und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis die Tage. Tschüssi!